Rosa Luxemburg war Politikerin und Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands. Für sie gibt es mehrere Gedenktafeln in Berlin. Zusammen mit den Politikern Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck wurde sie am 15. Januar 1919 im ersten Stock dieses Hauses verhaftet. Angehörige der Wilmersdorfer Bürgerwehr verschleppten sie ins Eden-Hotel, wo sie von Soldaten der Gardekavallerie-Schützendivision verhört, gefoltert und schließlich erschlagen wurde. Erst gut 2 Monate zuvor war Rosa Luxemburg aus einer mehrjährigen Haft entlassen worden. Sie hatte ab 1915 zunächst im Frauengefängnis in Berlin, dann in sogenannter Schutzhaft in Wronke und Breslau eingesessen. Der Grund? Ihr Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung, noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Mit einem leicht gekürzten Brief Rosa Luxemburgs vom Dezember 1917 an Sonja Liebknecht erinnern wir an diese kluge und vielseitige Frau, die von den Nationalsozialisten noch Jahre nach ihrem Tod so gehasst wurde, dass sie ihre Schriften verbrannten und ihr Grab schändeten. Breslau, Mitte Dezember 1917. Jetzt ist es ein Jahr her, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht und genau vor einem Jahr waren sie bei mir in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen mit fehlenden Ästen. Kein Vergleich mit dem vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die 8 Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist mein 3. Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor 1 Uhr einschlafen, muss aber schon um 10 ins Bett. Dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe. Ohne jeden besonderen Grund. So liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze. Um mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofstille. Man kommt sich vor wie im Grabe. Vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern das Räuspern der Schildwache, die in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten, dass die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt in die feuchte dunkle Nacht. Da liege ich still allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit, des Winters. Und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören vermag. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit sie auch im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne ihnen alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte ihnen noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um sie ruhig bin, dass sie in einem sternbestickten Mantel durch das Leben gehen, der sie vor allem Kleinen, Trivialen und Beängstigenden schützt. Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt.
Auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Male in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern. Die Schädel also unseren Schafen ähnlicher, ganz schwarz mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen führen, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen und noch schwerer sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis das für sie das Wort gilt, Wäwigtes. An 100 Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein. Dazu bekommen sie, die an die üppigen rumänischen Weiden gewöhnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstieles loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit bösem Lachen und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete, Sonischka. Die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still erschöpft und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind. Wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier, diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Schreiben Sie schnell. Ich umarme Sie, Sonitschka. Ihre Rosa. Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem.